Ist ganz schön schwer auf so einer offenen Bühne. Weil man guckt entweder in die Richtung und dann kriegen die einen, haben die nur den Rücken von einem, oder man guckt in die Richtung, gut, da sind jetzt nur die Teilnehmer dieser Versammlung. Ich freue mich erstmal, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank. Hallo Berlin. Hallo ihr alle aus allen Teilen Deutschlands. Ich hab den Auftrag gekriegt, ein paar Worte zum Thema Aufklärung zu sagen oder Aufarbeitung zu sagen. Warum soll ich über Aufarbeitung reden? Diese Frage hat gerade eine Journalistin vom SWR, als wir hier diese improvisierte Pressekonferenz haben, da hat die Journalistin vom SWR, Herrn Ballweg, gefragt, ja, warum wollen Sie eigentlich Aufarbeitung? Was wollen Sie eigentlich aufarbeiten? Da Michael ja die Antwort gegeben hat, möchte ich hier meine Antwort nochmal auf der Bühne geben. Ich würde der Kollegin vom SWR sagen, fragen Sie doch mal Paul Schreier. Fragen Sie Aya Velasquez. Fragen Sie Dr. Christian Haffner. Fragen Sie diejenigen, die als Journalisten nicht der Leitmedien oder des Mainstreams, wie auch immer man es bezeichnen mag, sondern als freie Journalisten, die nicht staatliches Geld kriegen, sondern die frei arbeiten müssen, die sehen müssen, wie sie sich selbst finanzieren. Fragen Sie diese Kollegen, Journalistenkollegen mal, was Aufarbeitung bedeutet. Aufarbeitung bedeutet als erstes Mal nachzufragen. Nicht einfach nur abzunicken, sondern nachzufragen. Und das haben diese Kollegen gemacht. Und diese Kollegen haben die Protokolle des Robert-Koch-Instituts, des Corona-Krisenstabs, teilweise freigeklagt, teilweise über Leaks bekommen. Und liebe Journalistin vom SWR, falls Sie es nicht mitbekommen haben, wir haben die massivsten Eingriffe in die Grundrechte der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg hinter uns. Und wenn Sie dann fragen, was müssen wir eigentlich aufarbeiten, dann wundere ich mich nicht, dass wir diese Jahre hinter uns haben, denn die Journalisten, die eigentlich die Aufgabe haben, als vierte Gewalt gegebenenfalls einzuschreiten, als vierte Gewalt nachzufragen, haben komplett versagt und dass hier keine Aufarbeitung gewünscht ist. Dass hier keine Aufarbeitung gewünscht ist, ist ja nachvollziehbar. Und Aufarbeitung wäre ja auch eine politische Aufarbeitung. Aufarbeitung würde ja bedeuten, einen Untersuchungsausschuss zu machen, eine Enquetekommission. Ihr seht ja, wie schwer sich die Politiker damit tun, aufzuarbeiten. Aber auch das ist natürlich nachvollziehbar. Warum sollten die Täter selbst ihre Taten aufklären? Das wäre das Gleiche, als ob die Polizei hier in Berlin nachher selbst bewerten darf, ob sie alles richtig gemacht haben oder nicht. Also frage ich, wo ist die mediale Aufarbeitung? Und ich will hier aber auch zwei Namen aus dem Mainstream nennen, die hier genannt werden müssen auf dieser Bühne und vor diesem Publikum. Und zwar sind das Jürgen Mladek, leider vor kurzem verstorben, der ehemalige Chefredakteur des Nordkurier. Und Simone Schamann. Simone Schamann arbeitet mittlerweile bei News und Simone Schamann hat schon für den Nordkurier die kritischen Fragen gestellt, die eigentlich der Mainstream hätte stellen sollen, als es noch nicht opportun war. Sie hat sogar eine Rüge des Presserats bekommen und jetzt genau zuhören. Simone Schamann ist gerügt worden vom Presserat mit der Begründung, dass ihre Artikel dazu führen würden, dass die Impfbereitschaft in Deutschland sinken würde. Mir war bis dahin nicht bekannt, dass die Aufgabe des Presserates in Deutschland sei, darauf zu achten, dass es eine Impfbereitschaft gibt oder nicht. Was hat das Ganze mit Aufarbeitung zu tun? Wenn wir da hingucken, wer soll aufarbeiten? Ich habe ein eigenes Zentrum gegründet mit einigen Kollegen, das heißt Zentrum zur Aufklärung, Aufarbeitung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Viele sagen immer, warum Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Weil das, was wir hier erlebt haben, waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es sind Menschen verfolgt worden. Ärzte werden heute noch verfolgt. Ärzte werden ins Gefängnis gesperrt dafür, dass sie ihrem Job nachgekommen sind. Mein Kollege Rainer Füllmich sitzt in Göttingen im Gefängnis. Auch er ein großer Aufklärer. Aufarbeitung kann es nur geben, wenn wir die politischen Verhältnisse ändern. Weil diese politischen Verhältnisse, die wir haben, in der wir die Macht einfach abgeben, werden nie zur Aufarbeitung führen. Weil, wie gesagt, dann würden die Täter selbst aufarbeiten. Niemand kann doch davon ausgehen, dass diejenigen, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, dass die sich hinstellen und sagen, ja, wir sind es gewesen. Und jetzt möchten wir uns selbst vor das Gericht stellen, vor die Richter, die wir selbst ausgewählt haben, vor die Staatsanwälte, die wir selbst ausgewählt haben, dass die darüber richten, ob das, was wir gemacht haben, richtig oder falsch war. Die Richter, die vor 3 Monaten, bevor die RKI-Files geleakt waren, mir allesamt immer noch gesagt haben, die haben doch damals alle alles richtig gemacht. Diese Richter sollen jetzt auf einmal Aufarbeitung machen, auch das wird nicht funktionieren. Es wird nur dann funktionieren, und der Ralf Böß hat es gerade angekündigt, und ich bin mit Ralf Böß mit ganz vielen einer Meinung, und guckt euch gerne die Webseite an, die er genannt hat. Ich glaube, wir müssen über die Bundesländer gehen. Wir haben nämlich in jedem Bundesland eine eigene Verfassung. Und da es eigene Verfassungen sind, ermöglicht jede der Verfassungen im Bundesland, dass wir diese Verfassungen ändern. Wir haben die Macht in der Hand, ihr wisst es nur nicht. Rainer Mausfeld sagt immer, da sind ganz große Illusionisten am Werk. Wir leben in einer Demokratie-Illusion, und es wird behauptet, wir hätten eine Demokratie. Dabei haben wir nur eine repräsentative Demokratie. Und eine repräsentative Demokratie ist eigentlich nur die Verschleierung, dass wir noch in einer Aristokratie oder in einer Oligarchie leben. Aber eine repräsentative Demokratie ist das Gegenteil von Demokratie. Weil das Einzige, was die repräsentative Demokratie euch erlaubt, ist, dass ihr diejenigen, die euch beherrschen, alle 4 Jahre auswählen dürft. Aber auch nur aus einem kleinen Kreis derjenigen, die euch beherrschen. Ihr habt überhaupt keine Chance, über die Inhalte der Politik, über die Maßnahmen der Politik, über die Regeln der Politik zu entscheiden, obwohl ihr und ich die Bevölkerung dieses Landes seid. Das heißt, wir können aber in den Bundesländern diese Macht an uns greifen. Es ist eine Machtfrage. Wir als Bevölkerung haben die Machtfrage zu stellen, nach dem, was wir in den letzten 4 Jahren erlebt haben. Und wenn wir es nicht tun, wir haben es jetzt gerade gesehen mit dem Verbot des Magazins, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, weil wir sonst gegen Auflagen verstoßen. Völlig egal, was inhaltlich in diesem Magazin steht. Wenn der Staat die Presse zensiert, gibt es keine Aufarbeitung. Dann gibt es nur Herrschaft, und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Ich fange an. Ab morgen toure ich mit dem ZAF-Mobil, das steht da. Vom 4. August, also von morgen bis zum 22. September durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Ich toure durch die 3 Länder, weil dort auch jeweils Landtagswahl ist. Und ich möchte die Menschen ermutigen, in diesen Ländern ihre Verfassung zu ändern und zu sagen, in Zukunft wollen wir als Volk, und merkt euch dieses Wort, die Endentscheidungskompetenz haben. Wir wollen jede Entscheidung der Politik hinterfragen, behindern und verhindern können. Das ist das Recht, was wir als Volk haben. Und dann, um auf die Frage, die vorhin von hier kam, zu antworten, dann ist es auch völlig egal, ob es eine Besatzung gibt oder nicht, weil wir Menschen die Macht in die Hand nehmen. Und jetzt zum Abschluss. Möchte ich noch mal sagen, viele Menschen, achso, ich soll noch sagen, dass am ZAF-Mobil auch viele Mitarbeiter von uns stehen, viele Helfer stehen, da gibt es Flyer, Postkarten zum Beispiel auch zum WHO-Vertrag, da wird sicherlich heute noch drüber berichtet, über den WHO-Vertrag.
Ich werde häufig gefragt, wie schafft ihr es eigentlich, immer wieder auf die Bühnen zu gehen, immer wieder durch die Länder zu tun, immer wieder da zu sein, die Gerichtsverfahren zu machen? Wie schafft ihr es, diese Kraft zu haben und immer weiterzumachen? Ich will eins sagen. Für mich gibt es gar keine Alternative dazu. Es ist unsere Zukunft. Es ist die Zukunft unserer Kinder und es ist die Zukunft unserer Enkelkinder. Und entweder überlassen wir die Zukunft anderen oder wir nehmen sie selbst in die Hand. Und das stellt sich für mich, da gibt es für mich überhaupt keine Frage, wir nehmen diese Zukunft selbst in die Hand. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss einen Kollegen auf die Bühne bitten, ein wunderbarer Kollege, den ich vor 4 Jahren kennengelernt habe, der die Anwälte für Aufklärung mitgegründet hat. Ein Kollege, der, was ich sagen muss, auch seine Gesundheit in Gefahr gebracht hat, um immer wieder für euch da zu sein. Die meisten kennen ihn, Dirk Sattelmeier, komm auf die Bühne. Das ist der erste Auftritt seit langem. Er hat eine schwere Krankheit hinter sich gebracht. Und lieber Dirk, wenn ich sagen kann, dass mir ein Kollege in der Zeit besonders ans Herz gewachsen ist, und ich weiß nicht, ob du es selber machst, ich möchte vor allen Dingen einen ganz, ganz großen Dank auch an seine Frau Wiese Sattelmeier, die ihn durch diese schwere Zeit gebracht hat und getragen hat, richten. Wiese, ich weiß nicht, ob du gerade hier bist, vielen Dank. Und ich reiche das Mikrofon weiter, lieber Dirk, vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Das ist mein erster öffentlicher Auftritt seit über einem halben Jahr. Das letzte Mal habe ich in Karlsruhe gesprochen. Und danach fing eine Zeit für mich an, die nicht so schön war. Ich habe dieses, wie ich es nenne, Tal der Tränen durchaus gut hinter mich gebracht, durchschritten. Und habe natürlich auch die ganzen Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind, beobachtet. Und möchte gar nicht viel sagen. Ich bin allen sehr dankbar, die mich unterstützt haben, die Unterstützungsangebote gemacht haben. Ich könnte ganz viele Namen aufzählen. Und ich bin so weit wiederhergestellt, dass ich hier heute stehen kann. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und in dieser Zeit hat sich natürlich vieles relativiert, was ich so erlebt habe oder durch das, was ich erlebt habe. Und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, ich habe nichts vorbereitet, Ralf, bin auch gleich fertig. Aber ich möchte an dich anschließen und die Frage, die sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen ergeben hat, ist natürlich klar. Was wollt ihr aufarbeiten? Wo ist der Skandal? Und ich sage dann, und das ist jetzt auch gerichtet an die, die diese Fragen stellen, ja eher rhetorisch stellen, das Unrecht, was diesen Menschen zum Teil, vielen, vielen Menschen, die hier stehen, dieses Unrecht muss aufgearbeitet werden. Und das ist das, worum es diesen Menschen hier geht. Das ist das, was alle hier erlebt haben, gesehen haben auf Demonstrationen vor Gericht. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen heute hier sind. Es richtet sich ausdrücklich jetzt an die, die uns hier kritisch beobachten. Das ist das, warum die Menschen hier sind. Sie können dieses Unrecht nicht vergessen. Und wir werden das nicht vergessen. Und ich werde auch, das sage ich auch immer wieder, ich werde auch weiterhin versuchen, meinen Beitrag, der jetzt etwas bescheidener vielleicht ausfällt in Zukunft, dazu beizutragen, dass dieses Unrecht aufgeklärt wird. Es ist mir völlig egal, wo, wann und wie, aber es muss aufgeklärt werden. Und dazu zeigt diese Demonstration, dass das unfassbar wichtig ist, auch um diese Gesellschaft wieder ein Stück weit zusammenzubringen, zu befrieden. Und darum geht es.
Und der letzte Satz dazu, auch da schließe ich mich meinem Vorredner an. Liebe Journalisten in diesen Medien, man kann sie Mainstream nennen, Leitmedien, wie auch immer, die wissen genau, wen ich meine. Fangt endlich an, dazu euren Beitrag zu leisten, diese Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Fangt endlich damit an, die richtigen Fragen zu stellen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Dirk.